Heute geht es um die osmanische Belagerung von Rhodos und dem Ritterorden, genauer dem Johanniterorden im Jahr 1522. Die Osmanen wurden dabei von einem der bekanntesten osmanischen Sultane angeführt, Süleyman dem Prächtigen. Das Ganze ist unterteilt in drei Abschnitte. Kurzes Vorwissen klären, im zweiten Teil der Beginn und der Verlauf der Belagerung und zuletzt als dritter Punkt die Friedensverhandlungen bzw. die Kapitulation. Also, kommen wir zum ersten Teil, das Vorwissen klären. Dabei bleiben wir ganz grob und kommen schnell zur Sache. Durch den Verlust der Stadt Akkon im Jahr 1291 hatten die Kreuzfahrer und Christen jede Kontrolle in Palästina verloren. Die Johanniter, also die Christen, hatten sich 1309 in Rhodos festgesetzt und den reichen Byzantinern die Insel weggesnackt. Als Mehmed II. Konstantinopel, also das heutige Istanbul, eroberte, versuchte er danach die Insel Rhodos zu erobern, bis er es schließlich aufgab und die Insel unter der Kontrolle des Johanniterordens ließ, weil er schlicht und einfach, daran scheiterte. Und das war halt schon ein rechtes Problem. Denn mit der Kontrolle über die Insel Rhodos kontrollierte der Johanniterorden mit ihrer Flotte den Seehandel im östlichen Mittelmeerraum. Da der Johanniterorden selbstverständlich wusste, wie wichtig die Insel aus strategischer Sicht war, hatten sie seit der letzten Belagerung von Mehmed II. Die Befestigungen konstant weiter ausgebaut. Denn sie wussten, irgendwann würden die Osmanen wieder kommen. So sehr hatten sie die Insel dabei verstärkt, dass um 1500 herum Rhodos als eine der stärksten Festungen der Christenheit galt. Doch selbst das genügte dem Großmeister des Ordens mit dem Namen Philipp Villiers de l'Isle Adam nicht. Und ja, ich weiß, der Dude hatte einen echt langen Namen, der wirklich schwer auszusprechen ist. Und dabei tue ich das noch wahrscheinlich sehr, sehr falsch. Und wie sein erhaben und wichtig klingender Name auch vermuten lässt, war er auch gefasst auf einen weiteren osmanischen Angriff und hatte, obwohl die Burg schon als sicher galt, immer weiter die Befestigungen verstärkt. Er ging dabei sogar noch weiter und ließ Boten aussenden nach ganz Europa, in dem Ritter aus allen Orden dazu aufgefordert wurden, auf die Insel zu kommen, um sie zu verteidigen. Doch nur wenige folgten diesem Ruf, so dass der Großmeister letztlich etwa 600 Ritter kommandierte und dazu nochmal schätzungsweise 4500 Bewaffnete. So, das war jetzt ganz kurz die Vorgeschichte. Kommen wir zum Beginn und dem Verlauf der Belagerung von Rhodos. Denn damit kommen wir ins Jahr 1522, dem Jahr, in dem die Belagerung von Rhodos unter Süleyman dem Prächtigen spielt. Er bezeichnete damals die Insel Rhodos als den christlichen Pfahl im muslimischen Fleisch. Als die Belagerung begann, war Süleyman selbst nicht vor Ort. Sein Feldherr kommandierte eine Flotte von 300 bis 400 Schiffen, die am 26. Juni 2022 Position bezog, an der Nordspitze der Insel, und die Belagerung begann. Erst etwas später traf dann Süleyman mit schätzungsweise 50 bis 100.000 Soldaten ebenfalls vor Ort ein. Nochmal, der Großmeister des Johanniterordens hatte etwa 600 Ritter und etwa 4500 Bewaffnete. Süleyman kam mit weiteren 50 bis 100.000 Soldaten dazu, zu der sowieso schon riesigen Flotte. Der Johanniterorden war also ziemlich stark zahlenmäßig unterlegen. Die Verteidiger brachten überall an der Befestigung Ritter und Soldaten an. Dabei hatte die Befestigung überall mindestens zwei Mauern hintereinander. An besonders strategisch wichtigen Stellen sogar teilweise gleich drei Mauern. Als die Belagerung begann, hatten sie sogar den eigenen Hafeneingang durch riesige Eisenketten blockiert. Ja, Game of Thrones Buchleser, ähnlich wie Tyrion die Eisenketten anbringen ließ als Verteidigungsanlage gegen Stannis' gewaltige Flotte. Nur eben ohne Seefeuer. Die Osmanen hingegen blockierten ebenfalls den Hafen. Nur halt mit dem Unterschied, dass die Osmanen keines der Schiffe vom Johanniterorden rausließen, während die wiederum natürlich keines der osmanischen Schiffe reinließen. Der Seeweg war also abgeschnitten für den Johanniterorden. Und von Land aus wurden sie mit der gewaltigen Artillerie der Osmanen immer weiter bombardiert. Fast täglich flogen Artilleriegeschosse gegen die Mauern der Stadt. Und ebenfalls fast täglich wurde die Stadt angegriffen und versucht zu erklimmen. Auch wurden von den Osmanen Tunnel gegraben unter die Mauern. Unter den Tunneln, die bis unter die Mauern gingen, wurden dann Sprengstoff angebracht und dann mit Artillerie beschossen, damit es explodiert, mit der Hoffnung, dass irgendwann die Mauern zusammenbrechen. Erst nach 5 Wochen Belagerung, am 4. September 1522, gelang den Osmanen ein nennenswerter Durchbruch, als ein Stück der Mauer durch den konstanten Artilleriebeschuss niedergerissen wurde. Genauer gesagt, ein etwa 11 Meter langer Abschnitt. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh perfekt, ein 11 Meter langer Abschnitt der Mauer ist niedergerissen worden. Alles easy, jetzt einfach nur noch reinwerfen, Großoffensive starten und die Stadt erobern. Das dachte sich halt auch der Feldherr von Süleyman, Feldherr Mustafa Pascha, der einen Großangriff befahl. Was sich aber als Fehler herausstellte.
Die Abschnitte, die sie erstürmen sollten, waren extrem hart umkämpft. Aber den Osmanen gelang schlicht kein Durchbruch. Im Gegenteil, sie wurden unter massiven Verlusten zum Rückzug gezwungen. Das Ganze war sogar so ein Desaster, dass Süleyman der Prächtige den Tod des Feldherrn bereits befohlen hatte. Und nur durch Bitten seiner Berater schließlich dazu gebracht werden konnte, diesen Befehl zurückzuziehen. Und dann ging es wieder zurück zu Business as usual. Tunnel graben unter die Mauer, diese mit Sprengstoff füllen, beschießen mit Artillerie und hoffen, dass die Mauer irgendwann zusammenbricht. Es war halt ein sehr langsamer und sehr zäher Weg, aber wenigstens einer, der mehr Sicherheit bot und die Verluste klein hielt. Zumindest war das die Theorie dahinter. Erst gegen November gab es die nächste Großoffensive der Osmanen. Wieder hatten sie aber erhebliche Verluste zu beklagen. Doch auch der Johanniterorden gelangte langsam an seine Grenzen und die Angriffe waren immer schwerer abzuwehren. Beide Seiten steckten also massive Verluste ein und das Ganze wurde mehr und mehr zu einem sehr verlustreichen Unterfangen. Denn die Zahl der Christen wurde immer kleiner, ohne dass Verstärkung eintraf. Logisch, wenn alle Wege rein abgetrennt sind und von Europa sowieso keine Hilfe zu erwarten ist. Gleichzeitig aber sank die Moral der Osmanen immer weiter durch die extremen Verluste. Und somit begann dann die letzte Phase der Belagerung von Rhodos. Die beiden Waffenstillstände, Verhandlungen und dann die Kapitulation. Es gab insgesamt 2 Waffenstillstände, die ausgemacht wurden. Das erste Waffenstillstandsabkommen kam zustande, weil die Bewohner von Rhodos den Großmeister Philipp mit dem langen Namen dazu drängten, endlich Verhandlungen aufzunehmen. Beide Parteien kamen zum Schluss, dass es vom 11. bis zum 13. Dezember einen Waffenstillstand geben sollte. In dieser Zeit sollten Verhandlungen geführt werden. Das Problem war nur, dass die Verteidiger, also der Johanniterorden, Garantien dafür verlangte, dass der Waffenstillstand auch gehalten wird. Sprich, ganz einfach ausgedrückt, yo, gebt mal Geiseln rüber, damit wir sicher gehen, dass ihr euch auch an den Waffenstillstand haltet. Süleyman war darüber etwas pisst und reagierte daraufhin, indem er meinte, frei übersetzt, Digga, wir sind hier diejenigen, die die Oberhand haben. Wenn ihr uns nicht vertraut und keinen Waffenstillstand wollt, dann fresst eben unsere Kugeln. Und bombardierte die Stadt weiter mit seiner Artillerie. In diesem Verlauf fiel eine wichtige Bastion der Verteidiger und danach geriet es unter die Kontrolle der Osmanen. Inzwischen war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Rhodos fallen würde. Und jetzt kommen wir zum 20. Dezember, denn an diesem Tag sandte der Großmeister des Johanniterordens einen weiteren Boten und fragte erneut nach einem Waffenstillstand, um Verhandlungen zu Kapitulationsbedingungen zu führen. Und hier bewies Süleyman tatsächlich richtige Größe. Bei den Friedensverhandlungen bot er dem Johanniterorden sehr großzügige Bedingungen für einen Friedensvertrag an. Unter anderem gab er ihnen 12 Tage Zeit, um die Insel zu verlassen. Mehr noch, ihre Waffen, religiösen Gegenstände und Wertsachen durften sie behalten. Alle, die auswandern wollten, kriegten 3 Jahre Zeit, die Insel in Ruhe und unbehelligt zu verlassen. Auch keine Kirche sollte entweiht werden oder zu einer Moschee umgewandelt. Und selbst die christlichen Bewohner, die auf der Insel bleiben wollten, kriegten das Recht, 5 Jahre von den osmanischen Steuern befreit zu sein. Wieso genau er so großzügig war, ist umstritten. Vielleicht aus Respekt für den unfassbaren Durchhaltewillen des Johanniterordens. Vielleicht wollte er die Belagerung auch so schnell wie möglich beenden. Vielleicht dachte er sich aber auch einfach nur, ey, ich habe das geschafft, woran Mehmet II. Gescheitert ist und Rhodos endlich erobert. Wieso also das Ganze weiterführen? Was auch immer die Gründe waren, es war ein wichtiger Sieg. Und auch wichtig, er hielt sein Wort. Am 1. Dezember 1523 zogen die verbleibenden christlichen Ritter begleitet von tausenden Zivilisten die Stadt unter Musik, Fahnen und mitsamt ihrer Kriegsausrüstung, um nach Kreta zu segeln. Als die Osmanen einzogen, bauten sie zwar eine riesige Moschee als Zeichen des Sieges, die nach Süleyman benannt wurde, aber auch hier, es wurde Wort gehalten und keine Kirche entweiht. Und so endete die Belagerung von Rhodos und wurde erobert seitens der Osmanen. Eine Insel von strategisch massiver Wichtigkeit, die den Mittelmeerraum und den Handel dort unter die Kontrolle des Osmanischen Reiches brachte.